Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die brasilianische Guave hier. Zum einen möchte ich die gerne umtopfen, um die Wurzeln ein bisschen zu gestalten, denn es soll später mal ein wirklich schöner Bonsai werden. Allerdings habe ich die natürlich erst letztes Jahr hier eingepflanzt und somit ist hier noch nicht viel Bonsai zu sehen. Also eigentlich ein Bonsai-Kandidat, der hier angefangen wird und damit beschäftigen wir uns heute. Wir gucken uns die gleich natürlich erstmal von nahem an und werden dann, wie gesagt, umtopfen, Wurzeln sortieren, auch ein bisschen einen größeren Topf verwenden, weil die doch schon sehr viel Wasser im Sommer verbraucht und ich da mehrfach pro Tag gießen müsste. Liegt wahrscheinlich auch an dem zu durchlässigen Substrat, das werden wir auch ändern. Und dann schneiden wir natürlich auch oben ein paar Äste weg, die wir nicht brauchen. So, jetzt schauen wir uns die Pflanze natürlich erstmal an. Wir sehen, wir haben hier drei Hauptstämme, die sich hier so relativ schön auseinander entwickeln. Das war auch tatsächlich schon so, als ich die gekauft habe, im Gartencenter die Pflanze. Da war sogar noch eine Pflanze dabei, die steht aber woanders jetzt. Die werden wir mal ein anderes Mal behandeln. Das möchte ich auch gerne so beibehalten, damit wir hier wirklich so ein wirklich schön geformten Bonsai. Ich weiß gar nicht, wie man diese Formart nennt, aber ist ja auch nicht so wichtig. Wir kümmern uns jetzt hier um die Pflanze. Wir drehen die jetzt einmal. Also wir sehen, die ist relativ einseitig gerichtet. Das Wachstum ist auch relativ stark in die Höhe. Das reduzieren wir auch später. Die Rinde hier unten fällt schon leicht ab, wie wir sehen. Also die hat sehr starkes Dickenwachstum auch gemacht. Jetzt dieses Jahr über, obwohl sie hier in so trockenem Substrat steht. Aber ich habe natürlich auch gut gegossen. Ne? Das sieht man hier auch an dem Moos, was hier entwickelt. Ich habe es nicht geschafft, den kompletten Erdballen zu entfernen, als ich sie eingetopft habe hier. Deswegen ist da noch ein bisschen Erde übrig geblieben. Aber das müssen wir heute definitiv entfernen, weil hier auch Wurzeln schief und quer wachsen, die später in der Gestaltung nicht so toll aussehen würden. Ja, ich würde sagen, wir topfen den jetzt erstmal aus, schauen uns die Wurzeln an und gehen dann weiter. So, ich habe mir hier hinten direkt mal Scheren und Zangen bereitgelegt, damit wir direkt Wurzeln entfernen können, die uns nicht gefallen. Jetzt versuchen wir aber erstmal den Kollegen hier rauszuholen. Das wird wahrscheinlich relativ einfach gehen durch das gute Substrat. Ui, der ist aber doch sehr stark durchwurzelt. Also wir sehen hier, da rieselt gar nicht so viel Substrat weg. Ich versuche einfach mal hier den rausziehen. Ja, das klappt doch schon wunderbar. Boah. Also wir sehen, extrem stark verwurzelt. Da wird es tatsächlich schwierig sogar, viele Wurzeln zu erhalten, weil das ist ja wirklich ein straffer, kompakter Ballen. Wie gesagt, letztes Jahr erst eingetopft. Ne? Also ihr seht hier, der Wurzelballen war nur so klein und das ist alles an Wurzeln dieses Jahr oder Ende letzten Jahres dieses Jahr gewachsen. Jetzt muss ich mal schauen, wie wir hier überhaupt irgendwas hinbekommen. Ich hole mir die Wurzelhake. So, ich versuche jetzt hier mit der Wurzelgabel oder mit dem Rechen ein bisschen von der Mitte nach außen das Substrat auszukämmen und die Wurzeln ein bisschen, wie gesagt, nach außen zu lenken, wobei ich glaube, dass es wirklich schwierig wird. Wenn es nicht klappen sollte, werde ich, denke ich, das mit dem Wasserstrahl ausspülen und dann zeige ich euch das wieder, wenn die Wurzeln sauber gespült sind. Thank you.
sag euch, das war eine anstrengende Aktion. Da waren so viele feine Haarwurzeln, die einfach alles geblockt haben. Ich habe jetzt versucht, so gut es geht, wirklich alles frei zu spülen. Ich habe hier wirklich mit dem stärksten Strahl gearbeitet, der hier aus der Wasserleitung kommt. Aber funktioniert hat es nicht so optimal. Es ist immer noch ein sehr kompakter Ballen in der Mitte. Aber ich möchte auch nicht zu viel Wurzeln entfernen, weil ich habe jetzt bestimmt 2/3, wenn nicht sogar mehr, der Wurzeln schon entfernt. Wir sehen das hier. Der Wurzelansatz ist eigentlich relativ schön, bis auf, wenn wir das Ganze mal umdrehen. Da sind dann doch relativ viel querwachsende Wurzeln, die da gar nicht reinpassen. Und die müssen wir jetzt entfernen. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit den Wurzeln an, die sich hier so quer rüber einmal um die Pflanze drumherum schlingen. So, wichtig ist natürlich, dass wir hier schauen, woher die Wurzel überhaupt entspringt. Ich entferne mal hier alle kleineren Wurzelansätze, die sowieso gar keine Zukunft oder gar keinen Sinn haben. Weil ich habe es hier nicht geschafft, das so frei zu spülen, dass man wirklich sieht, wo die Wurzeln hierher kommen. Ah, wir schauen mal, vielleicht kriegt man hier das durch ein bisschen Wegfummeln noch weg. Ah, sieht schwierig aus. Ich nehme jetzt einfach mal an, weil die Wurzeln in diese Richtung hier dünner werden, dass sie irgendwo hier entspringen. Die Wurzel hier zum Beispiel ist wunderschön, die werden wir auf alle Fälle irgendwie behalten und auch versuchen, die gar nicht zu verletzen, aber hier drunter wächst halt eine Wurzel, die wirklich blöd entlang wächst hier. Alles, was so nach oben und quer wächst, nehmen wir auch direkt mit weg. So, schauen wir mal. Es ist wirklich ganz schwierig, hier reinzusehen. Ich würde sagen, wir schneiden die einfach mal hier in der Mitte durch und versuchen die dann irgendwie hier rauszufummeln, weil egal wie, die Wurzel wollen wir nicht haben. Ja, und da bewegt sich das Ganze doch schon mehr. Okay, die ist jetzt abgerissen. Dann haben wir hier eine Wurzel, die entspringt einmal quer rüber. Das ist natürlich auch nicht gewollt. Kommt auch weg. Zumindest so gut es eben geht. Boah, ich sag euch, das war anstrengend, die Wurzeln jetzt hier rauszufummeln. Das war wirklich... Habe ich mir nicht so vorgestellt, dass das wirklich so ein dichtes Gewirr ist. Also wirklich, das Wurzelsystem hätte ich letztes Jahr schon säubern sollen. Oder also habe ich ja gesäubert, aber eben nicht ausreichend. Und dadurch sind halt jetzt die Wurzeln hier noch dicker geworden. Was natürlich ein bisschen blöd jetzt ist, aber es ist ja nur in den Anfängen hier. Richtig schön wird der Bonsai natürlich erst in ein paar Jahren. So, was wir jetzt hier auf jeden Fall sehen, ist diese dicke Wurzel, die hier eigentlich einen schönen Winkel vom Stammbereich nach außen hat. Allerdings kam ja eben diese andere Wurzel gerade hier rüber. Und jetzt wächst hier noch eine. Wieder in die entgegengesetzte Richtung. Was natürlich auch wieder nicht gewollt ist. Deswegen sind wir hier rigoros und nehmen die direkt mit weg. Ah, die sind so fest hier drin, dass ich die einfach abschneiden muss. Die stirbt dann ab, die Wurzel, und wird sich, denke ich, einfach zersetzen mit der Zeit. Hoffe ich zumindest. So, ich würde sagen, das sieht doch schon deutlich besser aus als am Anfang, wo hier so wild viele Wurzeln einmal rundherum gewachsen sind. Was jetzt hier unten drunter geschieht, kann ich leider nicht so gut einsehen. Ja, ich würde das jetzt einfach so belassen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir versuchen jetzt hier noch alle Wurzeln, die irgendwie tot sind oder locker, noch zu entfernen. Und dann pflanzen wir das Ganze wieder ein und schneiden die Krone. So, der nächste Schritt wird sein, dass wir die Pflanze hier in eine größere Schale einpflanzen, damit sie ein bisschen mehr Wurzelraum haben kann, dass wir das auch schnell machen, damit die Wurzeln jetzt hier nicht austrocknen. Und das wäre natürlich nicht gut, da
dann die ganzen Wurzeln, die jetzt hier noch übrig sind, wir haben ja wirklich viele entfernt, dass die da noch einen Schaden nehmen, das wäre natürlich nicht gut. Ich sehe jetzt hier gerade noch ein, zwei feine Wurzeln, die sich hier drum rumschlingen. Ich versuche jetzt gerade nochmal zu lösen. So, wir werden es jetzt hier einpflanzen in unser selber gemixtes Substrat. Wer wissen möchte, wie man das Substrat anmischt, der sollte das Video dazu angucken oder einfach mal selber danach suchen. So, wir halten jetzt die Pflanze hier in die Mitte mal rein. Wir werden sie ein bisschen höher setzen, als sie vorher war, damit ein bisschen mehr von dem Wurzelansatz freigelegt wird. Deswegen sollten wir jetzt gucken, wie viel Substrat wir vorher reinfüllen sollten. Ich denke, so sollte das passen. Da müssen wir jetzt 5 bis 8 cm Substrat unten reinfüllen. Man sollte das Substrat natürlich immer bedarfsgerecht an die Pflanze anpassen und nicht ein Substrat für alle Pflanzen, die man hat, verwenden. Denn man kann nie alle Bedürfnisse wirklich mit einem Substrat erfüllen. Deswegen sollte man darauf achten, dass man zum Beispiel bei der Guave hier, wenn man die das ganze Jahr draußen lässt, ein Substrat hat, was relativ viel Wasser speichert. Vor allem im Sommer muss man dann nicht dreimal am Tag gießen. So, wir setzen jetzt hier so rein. Das sieht doch schon sehr gut aus. Ich werde jetzt die Wurzeln so ein bisschen sortieren, dass die Wurzeln nicht wieder anfangen im Kreis zu wachsen oder irgendwie abknicken. Ein bisschen einrütteln und dann mit Substrat auffüllen. So, nachdem wir genug Substrat eingefüllt haben, werden wir jetzt hier das Ganze gut angießen, dass wirklich einmal komplett durchdringt, der ganze Topf durchwässert und durchgelaufen ist, auch mit Wasser, dass das wirklich stark unten raus tropft. Einmal, damit wir überschüssige Salze hier rausbekommen und zum anderen, dass wir hier eben ein bisschen Standfestigkeit auch bekommen, damit sich das Substrat setzt und die Pflanze nicht rumwackelt. So, die Pflanze ist jetzt gut angegossen. Wir sehen es hier dran, dass das Perlit nach oben gekommen ist. Das ist nicht schlimm. Wir sehen einfach, dass hier unten auch sogar noch Wasser raustropft. Wir haben es richtig stark angegossen, durchgespült, damit die auch schön fest sitzt. So, wir müssen jetzt allerdings noch den ein oder anderen Ast hier entfernen. Weil wenn man das jetzt so lassen würde, wird die Pflanze leiden, da sie zu viel Blattmasse hat, obwohl wir so viel Wurzeln entfernt haben. Und dabei können wir auch gleich mal gucken, welche Äste wir gar nicht haben möchten. Ein Ast, der mir hier auffällt, ist dieser hier vorne. Den nehmen wir ganz weg, der wächst in die Mitte. Den reduzieren wir mal ganz stark. Ein weiterer Ast, der mir gar nicht gefällt, ist dieser hier in der Mitte, wo sich so eine Zwille bildet, so ein Y-förmiges Ding. Die sind beide relativ dick, ähnliche Dicke. Und ich möchte hier eigentlich eine Stammführung haben, die nicht sich dann in zwei teilt. Deswegen werden wir den hier deutlich zurücknehmen, dass hier sich eventuell neue Äste entwickeln und die Dicke eben gegeben ist, damit der Stamm, der sich hier fortführt, dicker ist als die Nebenäste. Das gleiche haben wir hier. Allerdings bin ich hier jetzt noch unentschlossen, ob ich den unteren vielleicht ganz entferne. Ich denke ja, der erste Gedanke ist der beste. Wir entfernen den unteren vollständig. Oder zumindest mal
bis zum ersten Ast. So. Ja, das ist doch schon deutlich besser. Machen wir das so. Zack. Haben wir hier auch ein bisschen Luft reingebracht. Der Ast hier drüben ist sehr, sehr stark verzweigt. Da muss man auch schauen, wo wir hier eine Stammführung reinbekommen. Aber ich denke, den könnten wir erstmal so wachsen lassen. Was jetzt auf jeden Fall noch entfernen sind, so kleine Äste, die nach innen wachsen oder die schief wachsen, die nicht in Richtung der späteren Stammführung wachsen. Oder hier unten, hier vorne unten entspringt ein Ast, der kommt weg. Hier drüben müssen wir auf jeden Fall mal ausdünnen. Das ist so nicht ganz optimal. Ich bin am Überlegen, ob wir die Stammführung eventuell hier so weiterführen, dass wir das hier den ganzen oberen Teil komplett abnehmen. Man kann ja immer noch später wieder einen Ast hier rausführen lassen, der dann wieder die gleiche Stammführung übernimmt. Ich denke, wir sortieren hier erstmal aus, entfernen hier die meisten Äste, den hier, der wächst parallel zu dem unteren, passt natürlich auch nicht. Und das große hier in der Mitte entfernen wir auch gänzlich. Ich glaube, dann haben wir da schon mal einen besseren Einblick. Ja, das sieht doch schon deutlich besser aus. Was mir jetzt hier noch nicht ganz so gut gefällt, ist, dass dieser mittlere Haupttrieb so extrem gerade ist und keinerlei Bewegung hier macht. Allerdings haben wir auch kaum Alternativäste, wo wir das natürlich verhindern könnten. Außer wir nehmen natürlich den kompletten oberen Teil hier weg und lassen den kleinen Ast hier als Stammweiterführung wachsen. Was, glaube ich, sogar die sinnvollste Idee wäre. Ja, das machen wir so. Der kommt weg, der ganze mittlere Teil. Zack. Jetzt schneiden wir das noch ein bisschen nach. So. Und das werden wir jetzt hier mit ein bisschen Draht, ich hole kurz Draht, einen Moment. So, wir werden die neue Stammführung hier mit ein bisschen Draht befestigen. Natürlich aufpassen, dass wir sie nicht abknicken, das wäre natürlich gar nicht gut. So. Zack, auch nicht zu fest umwickeln, ich will ja nicht hier irgendwelche Narben haben. Und dann biegen wir die so ein bisschen nach oben. Und dann ist das unsere neue Mitte. Jetzt passen wir alles der neuen Mitte an. Das heißt, der mittlere Stamm sollte am dicksten eigentlich sein. Und dann sollten sich die anderen Äste danach richten. Deswegen werden wir jetzt alles stark reduzieren. Immer aufs letzte Blattpaar. Bei Guaven muss man eigentlich da nicht so viel Bammel haben, weil die treiben eigentlich überall wieder aus. Selbst wenn man die stark reduziert. So. Jetzt ist natürlich hier wieder die Frage, hier haben wir jetzt das gleiche Problem, dass wir hier ein extrem langes, gerades Stück haben. Ich sehe hier viele schlafende Knospen, wo wir eigentlich das Ganze reduzieren könnten, was wir, denke ich, auch machen werden. Schneiden es erstmal so. Das
Ja, doch, das passt eigentlich. Wir könnten es noch ein bisschen weiter reduzieren. Allerdings weiß ich nicht dann, ob der Ast noch austreibt. Wenn sich hier unten Augen bilden sollten, können wir dann hier die Stammführung weiternehmen. Wenn nicht, müssen wir eben mit den Knospen hier oben arbeiten. Beides in Ordnung. So, hier drüben reduzieren wir das Ganze natürlich auch deutlich stärker zurück. Und hier dieser Seitentrieb wird auch eingekürzt. So, das ist jetzt unsere Guave, unsere brasilianische, mit neuer Mitte, stark reduziert, hoffentlich mal die Wurzeln sortiert. Und die darf jetzt einfach wachsen. Worauf wir jetzt achten müssen, ist, das Substrat immer feucht zu halten, nicht nass. Ganz wichtig, weil wir haben jetzt hier so viel Blattmasse weggenommen. Wenn wir jetzt hier ständig nasses Substrat hätten, würden uns die Wurzeln wegfaulen und wir könnten den Baum auf den Kompost werfen. Deswegen müssen wir hier schön drauf achten. Natürlich auch keine volle Sonne, weil sonst das Substrat vollständig durchtrocknet, ganz schnell. Und die Guave hier auch dann wenig Chance hat, sich zu regenerieren. So, wenn ihr die Updates zu dieser Pflanze natürlich nicht verpassen wollt, solltet ihr natürlich wieder reinschauen, wenn es um die brasilianische Guave hier geht. Und natürlich auch der Fortschritt, den man dann im nächsten Video sehen kann zu der brasilianischen Guave, ist natürlich sehr spannend. Ich hoffe, die Guave wächst jetzt hier wunderbar an. Ich denke, wenn sie ihren neuen Austrieb zeigt, spätestens in 3 bis 4 Wochen, werde ich dazu nochmal ein Update-Video machen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao!